drei Möglichkeiten, die Beziehung zu deinem Pferd zu gestalten. Ich hatte mal wieder eine interessante Begegnung. Begegnung mit einer Bekannten, einer ganz lieben Bekannten von mir. Und wie ich in den Stall gekommen bin, ist mir freudestrahlend entgegengekommen, hat mir sofort ein Video gezeigt. Mensch, Birgit, das mit dem Longieren klappt viel, viel besser. Das Reiten ist immer noch so ein bisschen, habe immer noch ein bisschen Angst, aber das Longieren klappt viel besser. Und sie zeigt mir das Video und ich sehe halt sie so irgendwie in der Mitte vom Kreis mit Peitsche, Longe und das Pferd halt so um sie rum. Guck mal hin und der Kopf kommt jetzt langsam wirklich runter. Das mit dem Vorwärts-Abwärts, das funktioniert viel besser. Hinterhand ist noch nicht so ganz, aber das klappt jetzt schon gut. Und jetzt so langsam müssen wir halt so ein bisschen das Vorwärts und das mit der Hinterhand halt erarbeiten. Dann sage ich, was soll die Hinterhand denn machen? Sagt sie, ja, sie schleucht jetzt schon so ein bisschen und die soll natürlich aktiver sein. Und, aber das erarbeiten wir uns jetzt. Und dann sage ich mal, naja, guck doch mal hin aufs Video, schau dir dein Pferd an und schau dir dich an. Und dann guckt sie mich erstaunt an. Fragezeichen ist zu sehen, sage ich, naja, wenn ich deine Hinterhand so anschaue und die Hinterhand vom Pferd, ganz entgeistert guckt sie mich an und sagt, wie meinst du, wenn ich meine Füße mehr heb, mehr bewege, dann macht das Pferd das auch. Auf die Idee bist du noch nicht gekommen, dass das mit dem Pferd zusammenhängen könnte, wie du dich bewegst, wie du dich präsentierst. Ja, aber ich will sie ja nicht dominieren, ich möchte ihr ja nichts tun, die soll das ja machen, weil sie mich lieb hat. Also ganz so deutlich hat sie es nicht gesagt, aber es kam so relativ durch. Ich habe gesagt, Mensch, überleg dir doch mal, dein Pferd spiegelt dich. Wenn du schleuchst, was soll das Pferd machen? Ja, aber die anderen, wenn longieren, die stehen einfach nur in der Mitte und das Pferd läuft. Okay, war klar. Hier ist Aufklärungsbedarf und nachdem ich weiß, dass das viele angeht, dass da ganz viele Missverständnisse in der Beziehung zum Pferd, Kommunikation und was habe ich zu tun und reinzubringen, damit letztendlich dann die Beziehung so funktioniert, wie ich mir es vorstelle. Deswegen, ja, bin ich jetzt hier und drei Möglichkeiten, die Beziehung zu gestalten. Ganz spannend und ja, viel Spaß damit. So, ich habe mir jetzt hier ein bisschen Platz gemacht, weil es ist durchaus wichtig, dass du mich ein bisschen ganzer siehst, sage ich mal. Bin ein bisschen weiter weg, aber wie gesagt, es ist wichtig, mich so insgesamt so ein bisschen zu sehen. Also, drei Möglichkeiten, die Beziehung mit dem Pferd zu gestalten. Erste Möglichkeit, mach doch bitte, bitte, bitte. Sehe ich sehr oft, war auch so ein bisschen das Thema von meiner Bekannten, die letztendlich mit dem Pferd auf dem Platz war, Pferd an der Longe, hinten die Peitsche und dann kam so richtig, ach mach doch bitte, bitte, ich hätte gern von dir, dass du irgendwie den Kopf so ein bisschen runter machst. Ich hab dich so lieb und weil ich dich so lieb hab, deswegen musst du mich doch auch so lieb haben und weil du mich so lieb hast, deswegen magst du das doch bestimmt von mir. Es hat vorher nichts stattgefunden im Sinne von, was ist ein Vorwärts-Abwärts überhaupt? Ne, wenn klar ist, das ist so mein Ziel und da hat es sich ja so ein bisschen drauf eingeschossen. Was braucht's? Ist es abwärts so der erste Schritt oder braucht's vielleicht vorher was anderes? Wie ist der Weg dahin und wie kann ich es logisch aufbauen? Es war so keine Klarheit da, es war nur irgendwie eine Idee, eine Wunschvorstellung, wie es auszusehen hat. Pferd soll irgendwie den Kopf runter machen und ansonsten mach doch bitte. Und alles im Sinne von mach mal eine klare Ansage, fang doch mal das Führen an, irgendwie mal eine klare Botschaft ans Pferd. Aber ich will dem Pferd doch nichts tun, ich hab's doch so lieb und ich kann's doch nicht dominieren oder irgendwie ansonsten einschränken oder ihm wehtun. Und so hat es dann auch ausgeschaut. Es war also wirklich, bitte, bitte mach. Und so sind die beiden dann da rumgelaufen. Wenn irgendwie das Pferd mal doch noch ein bisschen noch langsamer geworden ist, oder irgendwas, dann hat es mal mit dem Wattebäuschen geworfen. Das hat mal funktioniert oder auch nicht. Und ja, so haben sie sich durch das Longieren durchgefummelt irgendwie. Aber was ist tatsächlich passiert? Beim Menschen war keine Klarheit da, so
wirklich 100%, was ist das Ergebnis, das ich möchte? Wie führt der Weg dahin? Was sind sinnvolle Zwischenschritte? Was bringt das Pferd mit? Was bringe ich mit? Und was muss ich reingeben, damit das Pferd das überhaupt leisten kann? Der Mensch lässt in dieser Variante vor lauter, wir haben uns doch lieb und alles ist schön, das Pferd komplett allein oder zumindest annähernd komplett alleine. Das Pferd findet natürlich irgendwie raus, was es tun soll, hat aber überhaupt keine Anleitung, keine Führung, keine Klarheit und ja, muss schauen, wie es zurechtkommt. Es ist letztendlich so ein Stück weit im Stich gelassen, vor lauter Liebe. Variante 2. Mach. Das ist die Variante, wo das Lieschen Müller bestückt und bewaffnet mit Longe, mit Pferd und mit Peitsche in der Halle oder auf dem Platz aufschlägt, auf dem Weg dahin alles aus dem Weg räumt, was so sich in den Weg stellt und in der Halle oder auf dem Platz angekommen sich dann auf die Sollbruchstelle in der Mitte des Zirkels stellt, ist schon gut geebnet und ausgetreten, da wo sie sich dann auch immer bewegt. Das Pferd direkt rausschickt auf die Schienen, die im Kreis um sie rumführen und das Pferd wird dann da bewegt. Ja, das Pferd tut auch irgendwie das, was es soll, weil das Lieschen Müller hat in dem Fall durchaus schon so Vorstellungen, wie so ein Training auszusehen hat. Das heißt also, wie viel Schritt, wie viel Trab, wie viel Galopp, in welcher Kombination, wie viel Übergänge, dann auch mal das Halten, wie ein Handwechsel auszusehen hat und wie dann so optimal trainiert wird. Was so ein bisschen auf der Strecke bleibt, sind Dinge wie, in welchem Zustand bin denn ich, was bringe ich mit, was kann ich gut, wie komme ich an mein Pferd ran, kommunikationstechnisch gesehen, beziehungstechnisch gesehen. Was auch hinten runterfällt ist, wie ist denn mein Pferd drauf, welche Persönlichkeit hat es denn, was fällt ihm leicht, wo braucht es meine Unterstützung oder wo kann vielleicht ich auch was von ihm lernen, sondern ich habe meine Vorstellung, das hat so und so zu funktionieren und Pferd hat zu machen. Das ist so dieses Mach. Ich will das, du magst. Hat so ein bisschen was mit Kontrolle zu tun, nicht viel mit Kommunikation. Wenn man so Menschen dann fragt, dann kommt gerne mal so als Antwort, naja, ist doch ganz klar, der Chef bewegt und der Chef hier bin ich. Ne? Dann haben wir schon so ein Gefälle. Und was aber noch kommt, und das ist das, was ich oft sehe, wenn ich solche Menschen ihr Pferd zentrifugieren sehe, weil nichts anderes ist es nicht. Es gibt noch jemanden, der den anderen bewegt, und zwar nicht nur ein Mitglied der Herde, sondern alle innerhalb von Sekundenbruchteilen. Der Löwe, wenn ins Eck kommt, dann rennen sie innerhalb von Sekundenbruchteilen. Alle um ihr Leben. Und bei mir ist oft und oft wirklich so dieses Bild, in der Mitte steht das Raubtier und sagt, mach, ich bin bewaffnet, du weißt genau, was du zu tun hast, tu's. Ich bin bereit, die Waffe einzusetzen. Wenn du nicht tust, was ich will, dann kommt die Waffe. Und wenn du nachhaltig nicht tust, was ich will, dann fress ich dich. Auch das Raubtier bewegt den anderen. Und oft ist es wirklich so die Konstellation Raubtier-Opfer. Und das Gemeine an der Geschichte ist noch, das Raubtier hat die Beute auch noch am Strick. Das heißt, das Pferd hat überhaupt keine andere Möglichkeit, als irgendwie zu schauen, wie es zurechtkommt, für sein Leben zu sorgen im Dunstkreis dieses Raubtiers. Und ja, im idealsten Fall hat es was mit Konditionierung zu tun. Das Pferd lernt natürlich, wenn es das tut, was es soll. Dann wird der Druck so ein Stück weit zurückgenommen, dann wird die Waffe gesenkt, dann ist der Raubtiermodus so ein bisschen unten. Aber Beziehung, Kommunikation, Respekt, Achtung, Wahrnehmung, auch mal eine Meinung äußern dürfen und zwar das Pferd auch mal Nein sagen dürfen und mal zu hinterfragen, warum kommt dieses Nein? Eine Hilfe vom Pferd annehmen können, eine Unterstützung, die können uns so viel lernen. Nee, weil hier geht es um Kontrolle und um Macht. Kann man, muss man nicht unbedingt. Variante 3. Und die Variante 3 ist für mich ein
Möchtest du mit mir tanzen? Eine Aufforderung, eine Bitte, ein Angebot, in Beziehung zu gehen. Und bevor ich in Beziehung gehe, mache ich mir mal ein paar Gedanken. Nämlich, was bringe ich mit? Ich persönlich, ich tanze wahnsinnig gern. Deswegen dieser Vergleich mit dem Tanzen und das Zusammensein mit dem Pferd, das ist so was Inniges, so was Nahes, was Respektvolles, weil es für mich einfach sehr, sehr gut passt. Deswegen dieser Vergleich mit dem Tanzen. Ich mag den Wiener Walzer wahnsinnig gern. Über die Tanzfläche fliegen, am liebsten leere Tanzfläche drumherum und das Gefühl haben, ein bisschen mehr und ich fliege in den Himmel. Das ist für mich das Größte. Das heißt, wichtig ist erstmal zu überlegen, was bringe ich mit? Was bringt mein Blut in Wallung? Was macht mich, was begeistert mich? Wo fangen meine Füße allein schon an zu sich zu bewegen? Welche Schritte kann ich? Und ja, wie gesagt, was bringe ich mit? Welche Vorstellungen habe ich? Und dann gilt es aber zu gucken, und ich weiß, boah, mein Ziel wäre wirklich mit meinem Partner, in dem Fall das Pferd, den Wiener Walzer zu tanzen. Und dann den Blick aufs Pferd zu werfen und zu gucken, was bringt denn mein Pferd mit? Hat es überhaupt schon getanzt? Was liegt ihm im Blut? Wo ist bei ihm die Energie? Was begeistert mein Pferd? Um dann zu sehen, dass das möglicherweise nicht der Wiener Walzer ist, sondern vielleicht eine Samba. Pferd, Wiener Walzer, habe ich noch nie getanzt, weiß ich nicht. Aber Samba ist toll. Wo ich jetzt wieder sage, Samba. Ja, ist schon okay, aber ist der Wiener Walzer, der ist doch. So, und wenn wir jetzt beide zusammen anfangen und wollen miteinander tanzen und ich gehe mit der Vorstellung Walzer ran und mein Pferd aber mit der Vorstellung Samba. Wird spannend, aber mit Sicherheit nicht harmonisch. Das heißt, jetzt geht's her und jetzt heißt es, das Ganze auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen. Wenn Samba nicht geht, weil ich es nicht mag, Walzer, weil es mein Pferd nicht mag oder nicht kann, also mache ich es klein. Für mich ist so das Einfachste an Tanz, was es gibt, ein Schieber. Ne? Einfach einmal auf die eine Seite, einmal auf die andere Seite. Das Ganze kann man auch mal nach vorne machen und nach hinten machen. Ganz, ganz einfach. Das können wir beide, das ist überschaubar, so können wir anfangen. Und dann geht es darum, mich wahrzunehmen. Was passiert denn bei mir? Wo ist bei mir nötige Grundspannung? Tanzen heißt, ich brauche eine gewisse Grundspannung. Es muss Energie da sein, weil sonst sieht es nämlich so aus. Und das kommt bei meinem Partner an. Variante 1. Wo ist die Spannung positiv? Wo bin ich vielleicht verspannt? Wo mache ich ein bisschen zu mehr Druck, zu viel Druck? Variante 2. Wenn das mal passiert, ist nicht schlimm. Ich muss es merken, dann kann ich es ändern. Wie merke ich es? Ich gucke auf mein Pferd. Ich achte auf meinen Körper. Ich spüre, was in mir los ist. Ich spüre, wo fließt die Energie, wo ist eine Blockade. Und dann geht's. Ich nehme meinen Partner wahr. Was ist bei meinem Pferd? Was fällt meinem Pferd leicht? Vielleicht ist die eine Richtung, fällt uns beiden leicht und in der anderen Richtung, da bin ich für mich okay, aber beim Pferd, das hängt da wegen. Also wo braucht es meine Unterstützung? Und mein Pferd sagt aber vor und zurück ist toll. Und ich sage, das ist für mich jetzt aber doof, hilf mir. Wahrnehmen, was ist. Sich gegenseitig respektieren, achten, sich dem Pferd hingeben, aufgefangen werden und umgekehrt. Das ist ein Miteinander lernen, ein Aufeinander achten, ein Aufeinander aufpassen und sich weiterentwickeln. Das hat ganz viel mit Loslassen und Hingeben zu tun. Und es gibt nicht einen, der grundsätzlich ansagt, was wird jetzt gemacht. Nein. Das bin einmal ich und das ist einmal das Pferd. Und wenn ich mich dafür öffne, dann merke ich, wie viel ich von meinem Pferd lernen kann. Auch und vor allem über mich. Wie großartig es ist, zusammenzuwachsen, zu verschmelzen und in dieser Verschmelzung trotzdem den Respekt und die Achtung vor dem anderen zu haben und zu wissen, jeder bleibt er selber. Ich kann nicht zu meinem Pferd werden oder umgekehrt. Aber wir können zu einem Ganzen werden, das einfach grandios ist und anders.
Und dann zu merken, für uns beide zusammen ist jetzt weder Walzer noch Samba der Tanz, in dem wir wirklich grandios sind, sondern ist der Disco Fox. Wir fangen an, Disco Fox zu tanzen, mit einem Rhythmus, mit einer Dynamik, mit ganz vielen Figuren, die wir gegenseitig entdecken, wo wir beide Spaß dran haben, wo wir gegenseitig unterstützen und einfach miteinander schwingen, in Resonanz gehen und fühlen und wissen, was der andere braucht oder wo es gerade hingeht. Wo es Tage gibt, wo man merkt, oh, heute bin ich nicht so oder heute ist mein Pferd nicht so, dann machen wir wieder einen Schieber. Ist völlig in Ordnung. Und am nächsten Tag fliegen wir über alles drüber, weil wir wachsen über uns hinaus. Das ist das Miteinander, das ich haben möchte. Ein respektvolles, achtsames Miteinander. Kein Chef und kein einer, der hier Knecht oder keiner, der sagt, mach du mal, weil ich kann nicht. Nein, miteinander auf Augenhöhe. Und da gibt es Momente, wo ich sage, okay, jetzt sag ich mal an. Und es gibt da aber auch Momente, wo ich sage, okay, jetzt bist du an der Reihe. Und das ist völlig in Ordnung. Und das Grandioseste, das Coolste ist, wenn man so anfängt, miteinander in Resonanz zu gehen und zu schwingen, merkt man, es geht nicht um Walzer, es geht nicht um Samba und es geht auch nicht um Disco Fox, sondern es geht um was, was nur uns beiden gehört. Ein Tanz, der nur zwischen uns beiden stattfinden kann. Den es so nie, nicht nochmal auf dieser Welt gibt, den nur wir beide miteinander tanzen können, indem wir uns verstehen, indem wir uns achten, verschmelzen, gegeneinander, uns gegeneinander hingeben und trotzdem die eigene Persönlichkeit bleiben. Und diesen Weg, wenn wir gehen, das wenn wir schaffen, dann führt dieser Weg uns zu uns selber. Die Pferde führen uns zu uns selber. Voraussetzung, Bedingung ist, ich bin bereit, was zu investieren. Ich lasse mein Pferd nicht alleine und ich sage auch nicht hier, du musst, sondern ich sage, nein, ich gebe rein. Ich sehe dich und ich gebe rein. Ich gebe Achtsamkeit rein, ich gebe Energie rein, ich gebe eine Klarheit rein und Ideen, was passieren soll. Ich gucke auf dich, ich nehme wahr, was für dich passt. Und das können wir dann umsetzen. Und ich ändere meine Vorstellung, wenn ich merke, es passt einfach nicht. Wenn ich eine Beziehung in dieser Art und Weise mit meinem Pferd haben möchte, dann muss ich in Vorleistung gehen. Ich muss Energie investieren. Ich muss achtsam sein. Ich muss Respekt haben. Und die Wahrnehmung muss da sein. Und dann funktioniert's. Das braucht viel Kraft. Es braucht viel Konzentration. Und das wird aber wirklich bezahlt. Und das Problem ist aber, das ist erstmal anstrengend. Es ist richtig anstrengend, diese Energie, diese Kraft und diese Aufmerksamkeit, Konzentration zu aktivieren und hochzuhalten. Und das sind viele bereit, nicht zu investieren. Manchmal auch unbewusst. Aber das ist der Weg in die harmonische Beziehung zum Pferd und das ist der Weg zum gemeinsamen Tanz.